Letzte Geschichte. Das letzte Zeit. Gericht. Hm? Hat doch Zeit, oh. Ja. Wo ist Sophie? Wo kann sie bloß sein? Sie ist nirgendwo zu sehen. Das ist sehr, sehr sonderbar. Ich habe den Eindruck, es ist überhaupt niemand hier. Hm? Alle tot. Professor, sehen Sie! Das ist ja eine neue Geschichte. Hm? Das heißt also, die Parade hat bereits stattgefunden. Egal, wir sollten sie lesen. Die Parade? Ich kann das nicht lesen, das ist viel zu... Was steht denn da? Moment. Irgendwas mit... Luoftu. Was? Luoftu. Luoftu, ja. Jasmiun... Ham oder Hem? Hem. Keine Ahnung. Intuzi oder Intuzu? Intuzi? Und dann kommt wieder dieses Jubae oder Jubae. Ich wette, das ist sowas wie dieses Lorem Ipsum Zeug. Einfach nur so ein Fülltext. Warte mal. Nein. Kommt da immer, da kommen ja auch immer wieder die gleichen Worte da drin vor. Also dieses Jubae oder was das immer sein soll, das sehe ich jetzt dreimal. Dann dieses Mai oder Mei sehe ich zweimal mindestens. Gibt es da ein Rätsel drin? Oder hier Hem ist auch zweimal drin. Naja, gut. Kann ich auf jeden Fall nicht lesen, also von daher. An einem bestimmten Ort, wenn Zwielicht der Dunkelheit weicht. Nein. Hä? An einem vorbestimmten Ort. Oh. Ja, Entschuldigung, ich konnte das nicht so gut übersetzen. Das, ja, bestimmen und vorbestimmen, das ist so. Ist in der Sprache sehr ähnlich. Wie in Deutsch. Trifft der Schöpfer der Geschichte die große Hexe zum ersten und letzten Mal. Als das letzte Kapitel in glühenden Flammen erstrahlt, verstummt der Erzähler für alle Zeit. Das hat sich nicht gereimt. Das ist aber fast. Deswegen finde ich das so sonderbar. Heute Abend wird die große Hexe um 20.15 Uhr im letzten Hexenprozess von ihren eigenen Flammen verzehrt. Die Stadt wird, befreit von den Fesseln der Geschichte und frei von Hexerei, im Licht des neuen Tages erstrahlen. Die Stadt selbst wird leuchten, frei ihrer Vergangenheit und erfüllt mit Hoffnungen für die Zukunft. Und dann sterben alle. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Das ist jetzt auch mal so eine Frage. Ist das das, was, also bei das es heißt, wirklich mit 2s oder muss es mit einem s? Heißt das, was ich denke, das? Eins. Also ich denke auch irgendwie, dass das heißt. Moment. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Nein, nee, hier in dem Fall. Also ich glaube, wenn man sagen würde, heißt es das, was ich denke, dass es heißt, dann wäre es mit einem S, aber hier ist es, glaube ich, heißt das, was ich denke, dass es heißt, mit 2s. Also ich glaube, es ist in beiden Fällen mit 2. Ich weiß es echt nicht, aber es wäre mal cool, das zu wissen, weil ich bin so ein Grammatik-Fetischist.
Ich stehe da voll drauf. Glaubt man gar nicht, wenn man dich so hört. Dann solltest du mich mal schreiben sehen. Lieber nicht. Du schreibst wahrscheinlich so wie dieser Brief gerade. Oder diese Geschichte. Lorem ipsum dilom dolomin. In der Tat. So wie bei... So bei, was war das? Silent Hill 2, glaube ich. Wo es auch so einen Brief gab und da gab, war auch so... So random Text im Hintergrund und dann hat man es irgendwie mal genauer angeguckt und dann war das irgendein Songtext von Bon Jovi. Oh, cool. Der auf dem Brief stand. Das ist witzig. Nein, das kann einfach nicht sein. Das hat sich gereimt. Ist es das, was diese meinte? Wer? Na, die... Ach so, du meinst die große Hexe. Genau. Was auch immer gemeint ist, wir müssen Sophie finden, bevor Panik in der Stadt ausbricht. Oder Cholera. Wir sollten uns am besten aufteilen, wenn wir nur Anhaltspunkte, hätten. An einem vorbestimmten Ort muss ich auf den Stadtplatz beziehen, wo die Parade immer endet. Und der Erzähler ist sicherlich Sophies Vater. Ja, es sollte so sein, weil der die ganze Zeit schon der Erzähler war. Der letzte Teil verstummt für alle Zeit. Das kann eigentlich nur heißen, dass er sein Leben lassen wird. Nö, es könnte auch heißen, dass er stumm wird. Oder nicht mehr spricht. Ja. Oder einfach nicht mehr schreibt. Das wäre dann sehr tiefgreifend. Wenn ich Sie richtig verstehe, Professor, heißt das, Sophie wird höchstwahrscheinlich zum Stadtplatz gehen, oder? Absolut richtig, Herr Wright. Gehen wir zum Stadtplatz. Dort sollten wir sie finden. Teil der letzten Geschichte zu den Gegenständen hinzugefügt. Ich mach das lieber mal ohne Sounds, weil wenn ich meinen 3DS ablege, dann ist uns das Glück wahrscheinlich nicht mehr hold und... Dann der Richter auch nicht mehr. Ja, der auch. Oh, da sind ja alle. Oh. Oh. Alle Stadtbewohner scheinen hier zu sein. Alle Stadtbewohner stehen vor dem Turm, außer Klaus. Der guckt raus. Zum Glück brennt der Turm nicht. Noch das nicht. Das kommt noch. Es wirkt, als wollten sie alle die letzte Geschichte mit eigenen Augen sehen. Herr Layton, diese letzte Geschichte. Wieso würde die große Hexe Arcani je gerade heute Nacht auftauchen? Ich habe mich das ebenfalls schon gefragt. Sie hat sich nie zuvor gezeigt. Das ist einer dieser neuen Raid-Kämpfe, die in Pokémon Go drin sind. Gibt's das Spiel eigentlich immer noch? Ja. Mensch. Vielleicht hat die Geschichte so eine Macht, dass sie sogar das Handeln der großen Hexe bestimmt. Und nicht nur das. Wieso würde der Schöpfer seinen eigenen Tod niederschreiben? Ich will gerade einen Sound abspielen, aber ich trau mich nicht. In der Tat? Danke. Oh, Moment. Weißt du noch, wo wir einen Sound abspielen als Synonym für verwendet haben? Mhm. Das ist in dem letzten Satz als Kontext ziemlich, ja, passend. Ich wollte einen Sound abspielen, aber ich traue mich nicht. Könnte ja jemand hören. Und riechen. Ich genau. Nicht. Geruchs-YouTube. Gott. Ja. Bitte nicht. Genau, beunruhigende Mysterien. Allerdings sollten wir uns vorerst nicht darum kümmern. Was? Ich gebe Ihnen recht, zuerst sollten wir Sophie finden. Sophie finden. Wir sollten Sophie finden. Da ist es schon. Da ist Sophie. Ach nein, das ist ja Grübelbad. Die Parade war ganz anders diesmal.
Kann man denn nicht einfach wie Nordmann sprechen? Ja. Gibt's hier ein verstecktes Rätsel eigentlich? Professor, sehen Sie, das ist der Zirkus des Schöpfers. Er muss also hier sein. Der Zirkus? Sieht aus wie ein Zirkus. Ach so. Finde ich. Okay. Nicht mal Münzen gibt's hier. Komm schon. Nö, gar nichts mehr. Rätsel, nein. Versteck dich jetzt besser, du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Kann ich wohl, ich versteck mich nicht. Sie rüstet dich am Spieß, finde dich damit ab. Werd ich nicht, du wirst es schon sehen, ich werde ein Ritter. Und wenn ich sage, dass ich dich beschütze, mache ich das. Wie soll denn ein kleines Hündchen wie du mich vor Arcani beschützen? Arcani? Arcani! Ich zeige es dir! Wie sollen wir Sophie nur in dieser Menschenmenge finden? Wir haben jetzt schon zwei Leute angesprochen. Ha! Dort drüben ist der Schöpfer! Vielleicht ist er ja, ist sie ja dort. Ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Fluch der Hexerei und der Geschichte endet. Die legendäre Arcana wird vor uns erscheinen und die Geschichte der längsten Nacht wird beginnen. Die Geschichte der längsten Nacht, die war vorgestern. Nein. Doch. Nein. Vorgestern war der 23.06. Ja. Ja. Ach nee, Moment, oh. Bin ich eben doof. Die Geschichte der längsten Nacht beginnt ja erst in einem halben Jahr. Ja, ist noch Zeit. Stimmt, das ist ja irgendwann so um den 21. bis 23. Dezember. Oho. Die Geschichte der längsten Nacht, ja stimmt. Ah. Ah. Mann. Zeit auf ein dramatisches Ende gefasst. Oder vielleicht sind die irgendwo bei der, wie nennt man das da? Da irgendwo im hohen Norden. Oder im Süden? Warte mal. Also irgendwo ist doch halbjährig dunkel. Hm? Aber wo ist das jetzt? Also wo wäre das, hätte das jetzt ungefähr am 23.06. angefangen? Hier, die Midsommerwende. Das ist nett. Also wenn das jetzt oben irgendwo bei Schweden ist, am höchsten Teil davon, dann wäre die Geschichte, würde die Geschichte der längsten Nacht jetzt da tatsächlich begonnen haben. Kann aber auch sein, dass es irgendwo weiter unten in der Antarktis ist. Ich denke mal, in Schweden ist es im Sommer immer hell und im Winter immer dunkel. Ja, und dadurch, dass es ja jetzt... einfach gesagt. Ach so, das heißt, also wenn... Also würden die jetzt erst anfangen, dass es wieder hell wird? Nee, jetzt ist es... Jetzt fängt es an, dass wieder dunkel wird langsam. Denke ich. Naja, ich werde das mal nachschlagen. Ist wieder unnützes Wissen, glaube ich. Außer ich will da mal Urlaub machen. Ich also will mal. Also ist es unnützes Wissen für mich. Ja, wenn ich mal Urlaub machen will, dann in Japan. Wo auch sonst. So, dramatisches Ende, okay. Gucken wir mal. Aber das würde ja heißen, wir verlieren unseren Schöpfer. Ja, dann müsst ihr halt den Kessel immer so umstülpen, wenn ihr eure Suppe da draus haben wollt. Wenn ihr keinen Schöpfer mehr habt.